Ah, jawohl. Er ist da. Ach, hey, du bist es. Und ich hab gedacht, mein neuer Staubsaugerroboter ist endlich da. Sorry, Schatz, saugen kann ich noch nicht. Wie wär's mit Blasen? Hä? Glaubst du's? Männerhirne sind wie Sparbüchsen. Scheppern, obwohl nichts drin ist. Burgunda, ich hab uns was mitgebracht. Ja, ich hab's befürchtet. 5 Minuten. Glückskekse. Wie immer, ich hasse Glückskekse. Ich weiß, aber die hat uns die Frau Doktor sorgenfrei verschrieben. Dir, mein lieber Norbert, nicht mir. Das ist deine Psychologin, gell? Nein, unsere. Sie sagt, Glückskekse würden uns beflügeln. Ja, vor allem dich, du Oberflügler. Übrigens, dein Hosentierl ist offen. Oh. Ich hab heute Bereitschaft. Okay. Bitte pack mich wieder ein, ich kann deinen Anblick nicht mehr ertragen. Was ist für dich? Eine Ehe ist das Beste, was einer Frau passieren kann. Ja, wenn sie dich nicht kennt. Du bist dran. Oh. Oh, ja, ja. Das Beste an einer Frau ist ihr Mann. Da fehlt was. Was? Ja, Verstorbener. Das Beste an einer Frau ist ihr verstorbener Mann. Du bist gemein, Burgunda. Ein Ehemann ist ein Rohstoff und kein Fertigprodukt. Stimmt total. Es ist leichter, einen Mann zu finden, als ihn zu entsorgen. Ja, das stimmt sowas von. Wenn beide rechtzeitig gehen, kann keiner zu früh kommen. Naja, früher kommen, rechtzeitig gehen. Apropos, der Zeit ist um. Ja, wir haben da noch gar nicht richtig angefangen. Doch, 5 Minuten. Ich rufe jetzt deine Frau Doktor sorgenfrei an. Ja, warum? Norbert, seit 5 Jahren schickt dich deine Frau Doktor einmal in der Woche mit diesen Glückskeksen zu mir. Ja, Frau Doktor sorgenfrei, ihr Klient möchte aus der Therapiestunde abgeholt werden. Danke. Weil sie mit dir noch nicht fertig wird. Ja, damit sich unsere Ehe wieder mit Glück erfüllt. Norbert, bitte, begreif's doch endlich. Wir sind seit 10 Jahren geschieden.